Hey, liebe Meute, willkommen zurück zu diesem wundervollen neuen Teil von World of Warcraft Classic Hardcore. Ich weiß, dass ich letztes Mal gesagt habe, dass ich den Flug nach Stormwind antreten werde. Ich habe mich aber doch schlussendlich dann dagegen entschieden, weil ich mir dachte, hey, eigentlich wäre es doch super sinnvoll, jetzt hier noch weiter zu questen, bis ich Level 12 bin, weil mit Level 12 werde ich nämlich einige neue Skills lernen können. Und ich denke mal, dass das einfach der sinnvollere Weg ist. Und ich habe mir auch überlegt, dass ich einfach mal versuchen werde, hier ein bisschen zu questen. Mir ist bewusst, dass es natürlich gefährlich werden wird, weil die Gegner hier, wenn man sich das einfach mal anguckt, die sind halt Level 13, sind zwei Level über mir und ja, kann schon kritisch sein, aber ich hoffe einfach, dass ich hier vielleicht, okay, es wurde halt alles einfach zerstört, holy shit, dass ich hier vielleicht einfach die Möglichkeit habe, ein bisschen was zu machen. Ja, okay, hier haben wir Hexenmeister, ja, hier wird alles gerade zerstört, holy shit, hier ist halt wirklich alles tot. Das ist halt die Sache, wenn man an einem Samstag spielt, dass halt jeder Mob wahrscheinlich irgendwie schon draufgegangen ist, bevor man irgendwas hier gemacht hat. Okay, hier unten ist auch ein Lager der Defias, mit denen werde ich mich gleich mal anlegen. Aber vorher gehen wir natürlich hier auf dieses Schweinchen. Oder gehe ich auf... Ja, okay, ich gehe auf das Schweinchen, weil der Schurke sich hier gerade schon den Defias geklaut hat. Hey, bleib mal da, Schweinchen. Alter, dieses Schwein. Wait, Frostpilz brauche ich nicht nochmal. Ja, ich denke tatsächlich, dass ich hier mit meinem Frost absolut richtig geskillt habe. Zumindest fühlt es sich für mich momentan richtig an. Ich denke, alles andere wäre ein bisschen meh gewesen. Hier oben haben wir noch einen Wolf, den muss ich aber nicht farmen. Die hier muss ich auf jeden Fall noch ein paar töten. Und ich muss halt jetzt aufpassen, wie gesagt. Hier wird es jetzt spannend, denn die Gegner sind halt alle sehr, sehr, sehr viel höher als ich. Widersteht, sehr uncool. Und nochmal widersteht. Oh, oh, das ist tatsächlich eine sehr schlechte Situation. Ich hätte super gerne einen Stab einfach. Also einen Zauberstab. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wirklich mit dem hier anlegen sollte noch weiterhin. Ich nehme mal einen Trank und hoffe, dass ich ihn jetzt mit dem nächsten Feuerball so schwäch, dass ich ihn töten kann. Holy shit. Ja, ich esse mal was. Das trifft sich echt. Oh ne, das ist eine Flasche Öl, die kann ich nicht trinken. Habe ich nicht noch was zu trinken? Doch, hier habe ich noch Wasser. Erstmal so ein Fläschchen Öl trinken, ne? Okay. Es ist hier ziemlich ruhig. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen komisch, weil ich dachte eigentlich, ich habe die Musikschleife hier aktiviert. So, damit bin ich wieder auf einem einigermaßen hohen Stand. Also die Schweine hier, die sind ja schon ziemlich heftig. Vor allen Dingen, da sie halt auch wirklich in der Geschwindigkeit angreifen, dass ich kaum dazu komme, eigentlich meine... Also sie rennen halt super schnell auf mich zu, dass ich kaum dazu komme, wirklich meine Dinge hier durchzucasten. Meine arkanen Geschosse. Jetzt habe ich nochmal so eine Schweineschnauze bekommen. Antikolems. Ich glaube, ich muss wieder ein bisschen zum Anfang gehen, der... Moment, hier waren die Defias auch drin, gell? Ja, hier sind auch super, glaube ich, hier sind super viele Defias noch unterwegs. Oh, ich muss ja auch Kirschnern. Oh mein Gott, das habe ich wohl vergessen. Okay, passt auf. Ich werde skillen erstmal noch, dass die Leute weniger eine Chance haben, meinen Zaubern zu widerstehen. Ich habe mir nämlich gedacht, hey, eigentlich ist es ja super sinnvoll, wenn ich wirklich auf diese zwei Sachen gehen werde, dass diese Widerstandskraft von den Gegnern, weil es mir in letzter Zeit häufiger aufgefallen ist, wenn die Gegner ein paar Level über mir sind, steht er halt häufiger widerstanden dran, als es eigentlich sollte. Und das ist ein bisschen uncool. Zack, weg mit dir.
Und damit kriegen wir ein kleines Ei, aber nicht das, was wir hier bräuchten. Da ist der nächste. Und die sind auch, die jungen Fleischreißer sind ja auch vom Level her eigentlich genau das, was ich suche. Level 10, 11, das ist eigentlich perfekt. So, leichte Feder bringt mir halt immer noch nichts. Ich sollte mir mal Wasser machen, fällt mir gerade so auf. Was bist du denn für ein Level, du Kojote? Level 11. Hier ist ein Friedhof? Nee. Ah, Defias. Fallensteller der Defias, okay. Ja, ich zauber mir mal kurz ein bisschen Wasser her. Gnome-Magier. Und dann können wir uns hier mal kurz ein Wässerchen gönnen. Und dann muss ich mal schauen. Also mir fehlt halt... Ich habe hier wirklich viele Quests, die ich noch machen kann. Hogger. Wann ich zu Hogger gehen werde, weiß ich auch noch nicht wirklich. Ich glaube, ich will mindestens so Level 13 sein oder sowas, bevor ich mich mit einem Hogger anlege. Ich glaube tatsächlich, dass der super... Oh, schon wieder widerstanden. Dass das halt einfach so ein richtiger Sterbemoment sein kann, weil da halt auch so viel drumrum ist um den Hogger. Hör doch auf zu widerstehen. Ich frage mich immer, wie man sich das eigentlich vorstellen muss. Also die Hunde, die Kojoten, die sind hier unterwegs und kriegen halt dann so ein paar Sachen, so ein paar Feuerbälle an den Kopf geworfen und dann sagen sie sich so, hey, I don't care. Aber ich glaube, so funktioniert das auch nicht ganz. Ja, komm, ich kann hier pullen, oder? Obwohl, es ist ein Level 13er Schwein. Es ist nicht so einfach, hier diese Entscheidung immer zu treffen. Aber ich gehe dafür mal. Zack. Feuerblitz. Feuerball. Zack. Alle drei durchgekriegt. Das war sehr schön. Meine Tränke sind auch wieder bereit für den Fall der Fälle. Und ich werde mal gucken. Weil die sind ziemlich wichtig, diese guten Tränke. Ob ich die hier... Oh, halt, Ledern. Nicht immer Ledern vergessen. Das ist echt uncool. Das ist wirklich sehr uncool. Fehlversuch. Weil ich brauche die Sachen. Der Hexer macht das schon. Hier sind überall die Defias, da möchte ich eigentlich mich nicht mit denen anlegen. Schmuggler. Das sind nämlich die, die mich letztes Mal gestunt haben. Das war ziemlich eklig. Es sind ein paar Gnolle unterwegs. Das ist das Fleisch, das ist sehr schön. Er ist halt Level 16. Okay, mir fehlt nicht mehr so viel. Dann habe ich auch mein Level-Up wieder. Und ich denke, dass ich dann auch ein zweites Mal nochmal auf diese Widerstandsfähigkeit gehen werde. Das, als ob ich dich einfach auch gepult habe, Alter. Hör mal ganz schnell damit auf, Kollege. Weil ich weiß nämlich nicht, ob ich dich schaffen werde. Obwohl, du bist ein Kojote Level 10. Vielleicht schaffe ich es doch. Es kommt jetzt darauf an, wie schnell ich wieder Mana für den Feuerball kriege. 45 Mana, 27, 44. Komm schon einmal noch, bitte. Ich glaube, ich gehe sogar hier wirklich für den Feuerball durch. Ich weiß nicht, ob die Chance sogar höher ist mit dem Feuerball, so viel Damage zu machen. 27 bis 35. Das ist halt, ich habe noch nicht so einen hohen Instant-Cast hier. 27 bis 35 und hier mache ich halt 34 bis 49. Also da mache ich eigentlich sogar fast das Doppelte. Und dann werde ich mal mein restliches Mana kurz verbrauchen, um mir Wasser herbeizuzaubern. Und dann füllen wir uns nochmal hier auf. Mein Inventar sollte ich auch mal wieder unbedingt leeren. Und ich glaube aber, ich habe doch Kochen mal mitgenommen zu Anfang, oder? Ja, genau, Kochlehrling. Und ich könnte hier super viel sehniges Wolfsfleisch machen. Ich denke einfach vom Prinzip wäre es sinnvoll, kochen zu können. Jetzt ist nur die Frage, es gab doch hier eine Farm, wo keine Defias waren. Das, ich glaube, das war die erste Farm, gell?
Das ist immer eine ganz, ganz schlechte Situation, wenn... wenn er zuerst angreift. Und ich leider immer noch nicht das Item krieg, das ich brauche. Hier ist eine Kochstelle. Oh, nicht im Feuer stehen. Bin jetzt einfach mal so dreist und werde mir hier mal an dieser Stelle kurz mal verkohltes Fleisch kochen. Bis hier ein Ding spawnen wird und mich verkloppt. Aber ich meine, kochen an sich ist halt nicht schlecht. Jetzt gucke ich mal ganz kurz. Verkohltes Fleisch, ja, es bringt mir halt nicht so viel. Aber ich glaube, ich kann es deutlich besser verkaufen als... als ich jetzt hier das normale Wolfsfleisch verkaufen könnte. Und für den Fall der Fälle... oh, da spawnen schon die ersten Gnolle. Welches Level seid ihr Gnolle denn hier? Level 12! Okay. Ja gut, ich möchte hier natürlich nicht in den großen Respawn kommen. Deswegen lassen wir das hier jetzt erstmal gut sein. Und schauen mal, dass wir irgendwo in der Nähe... ist nochmal ein toter Gnoll. Dass wir nach Möglichkeit... ja, genau, sowas hier noch finden. Die jungen Fleischreißer scheinen das Richtige zu sein. Du bist auch ein Ding? Ich dachte tatsächlich, dass ich, dass hier nicht so viele D4S-Leute sein werden. Aber es ist wohl hier die Hölle los mit den Kollegen. Ja, das macht... es reicht halt wirklich nicht aus, also... möchte ich was trinken? Ja, ich trinke schnell was. Muss eh gleich nochmal meine ganzen Buffs wieder neu buffen. Es ist echt schön, dass ich hier von dem Kollegen Mal der Wildnis bekommen habe. Das braucht... yes! Gott sei Dank. Das ist, sollte alles sein dafür, gell? Nein, ich brauche noch Murloc-Augen und die Schoten. Ich rebuffe mich mal schnell. Und dann trinke ich mal was. Und dann versuche ich mal hier diesen einzelnen Schleicher der D4s zu killen. Vielleicht habe ich da echt eine Chance, immer wieder den hinteren Schleicher der D4s zu töten. Ich glaube, sonst wird das ein bisschen problematisch für mich werden. Aber ich sehe gerade in meiner Aufnahme, dass ich mal wieder sehr gut mitgedacht habe. Und natürlich wieder meinen Invisible Pulli anhab. Den lilanen Pulli. Quatsch, lilan sage ich schon, den grünen Pulli. Das ist immer so ein bisschen unpraktisch, aber ich habe halt super viele grüne Pullover und sowas. Reisesander an. Pulle ich hier ein oder pulle ich hier zwei? Die sind ziemlich sicher connected, gell? Das mache ich lieber nicht. Dieser rostige Erntegolem könnte ganz cool sein, wenn ich den alleine bekomme und er mir diese Schoten droppt, die ich eigentlich brauche. So muss es eigentlich... yes, okay, ich habe wirklich so eine Schote gekriegt. Sehr nice. So muss es eigentlich laufen. Der Krieger, der haut sich hier auch mal schnell durch. Paladin kriegt mal von mir einen Int-Buff, in der Hoffnung, dass er mich zurückbufft. Das wäre nämlich sehr, sehr cool. Komm schon. Yes! Was habe ich gekriegt? Segen der Macht, ja, okay. Segen der Macht ist halt... fragwürdig. Ich meine, ich möchte mich nicht beschweren. Ich möchte mich absolut nicht beschweren. Besser SDM als gar keinen. Aber ich kann ich nichts verkaufen, gell? Ich müsste jetzt wieder zurück zur Garnison laufen. Wie geht's? Ich müsste jetzt wirklich wieder zurück zur Garnison. Wie weit ist die entfernt? Ja, okay, komm. Wir laufen mal kurz zurück. Ich möchte nicht mit meinem vollen Inventar hier Probleme haben. Ja, Hexenmeister. Die können halt einen einfach nicht zurückbuffen. Eine absolute Frechheit, oder? Level 5, okay, mit dem muss ich mich nicht anlegen. Auch ein Level 5, mit dem muss ich mich auch nicht anlegen. Und du bist kein Händler? Ich glaube, der ist drin gewesen, gell?
Ich dachte, hier war ein Shop davor tatsächlich, aber da habe ich mich wohl doch getäuscht. So, du bist doch hier, Waffenschmied. Echt schade, dass ich hier keinen Stab oder sowas kaufen kann. So, passt auf, leichte Feder kann weg. Das Wolfsfleisch kann weg. Gesprungenes Ei, Kojotenfleisch, das ist eine deutlich schlechtere Brust. Hopfen kann weg. Die kleinen Eier kann ich, glaube ich, auch zu irgendwas machen. Schwerter weiß ich nicht, ob ich es lernen kann, aber ich packe es jetzt trotzdem einfach weg. 7 habe ich was Besseres. Mana-Trank, Lebenstrank behalte ich mal, das kann weg. Da brauche ich tatsächlich die Sachen. Beinfleisch kann auch weg. Verdorbene Lederflexen können weg. Eckzahn, raue Federn können weg. Die brauche ich noch. Dass ich das alles verkaufen kann, obwohl ich es eigentlich brauche für meine Quests. Finde ich halt auch verrückt, muss ich sagen. Okay, wie die krasse Musik hier ab. Ich weiß nicht, ob ich noch das Fläschchen Öl brauche. Okay, die Sachen, die ich hier halt habe, sind alle noch nicht so gut. Leinstoffballen sind aber allgemein immer das Richtige, hier herzustellen. Weil dann habe ich auch einen Spot leer. Naja, fast. Natürlich bleibt mir genau ein Leinstoff einzeln übrig. Aber jetzt habe ich wieder ein bisschen Platz im Inventar. Aber Leute, ich werde. Das ist eine Sache, die ich mit am meisten wahrscheinlich bereuen werde, wenn. Wenn der Charakter sterben wird. Dass ich keinen Inventarplatz mehr habe. Guck mal, Level 9. Bringst du mir genug Erfahrungspunkte, damit ich hier das Level up bekomme? Ich meine, es bringt mir sowieso nichts, weil ich nochmal rüberlaufen muss und dann erstmal zum Flugpunkt und alles mögliche. Du bringst mir nicht genug, okay. Das war eigentlich schon genau das, was ich mich gefragt habe. Ein Zwerg. Level 10. Super interessant, wie viele Leute hier einfach unterwegs sind. Bist du ein Priester? Ja, du bist ein Priester hier. Nimm meinen Buff und gib mir deinen, bitte. Das fände ich cool. Dankeschön. Es ist in diesem Spiel einfach so ein gutes Geben und Nehmen, Leute. Das freut mich. Und oftmals echt, wenn du einfach den Leuten den Buff einfach aufdrückst, dann buffen sie dich meistens zurück, weil sie denken, hey, guck dir an, so ein netter Typ. Oder so eine nette Dame. Gib mir einfach einen Buff. Warum soll ich dann nicht einen Buff zurückgeben? Da muss ich schon sagen, die Arkan-Geschosse, die machen schon ordentlich Damage. Okay, hier habe ich nochmal jetzt Fläschchen Öl. Was mache ich mit diesem Fläschchen Öl? Ich weiß es halt wirklich nicht. Aber dann bin ich Level 12 und habe noch einen weiteren Skillpunkt. Ja, ich gehe nochmal da auf die Chance, dass sie nicht mehr so häufig widerstehen können. Und ich glaube, dann werde ich kurz runtergehen an den Ozean und dort die Murloc-Augen besorgen. Und wenn wir dann eh schon auf dem Weg sind, kann ich da halt dann entsprechend bald wieder hochkommen und dann aus rumlaufen, vielleicht zu den Defias noch und so weiter und so fort. Und da steht hier vielleicht gerade, halt, vielleicht gerade ein Defias-Dude hier um die Ecke rum. Nee. Muss hier nicht in dem Haus hier was drin looten? Ich glaube, hier sind welche drin, oder? Oh, aber guck mal hier, das kann ich mitnehmen. Den Hafer, den muss ich sowieso noch sammeln, das vergesse ich jedes Mal. Ist hier nicht irgendwie was drin in dem Schrank oder sowas? Das ist Alchemiezeug hier, holy shit. Oder in dem Schuppen? Ne, in dem Schuppen ist es nicht, gell. Gott, im Himmel sind hier viele Leute unterwegs, hä? Da hole ich mir mal den Erntegolem hier. Ich brauche immer noch dieses eine komische Kraut. Nein, nicht den Hopfen. Level 15 und Level 14. Also mit dem Level wäre ich hier unten dann auch dementsprechend zufrieden, aber ich glaube, die werden mir jetzt hier unten alle Ding klauen, gell?
alle Murlocs. Aber sie laufen nach rechts. Lauf ruhig nach rechts, dann laufe ich nach links. Dann kann ich mir dort ein paar Murlocs absnaggen. Oh. Oh mein Gott, ihr seid... Ach du Scheiße, das absolute Schlachtfeld. Oh mein Gott. Guckt euch das einfach nur an, wie die Heuschrecken sind sie hier über die Murlocs hergefahren und haben einfach alle abgeschlachtet, die sie gefunden haben. Ja, schwierig. Vor allen Dingen, sie laufen halt immer wieder hin und her und hier despawnt nichts und spawnt halt auch nicht. Das ist halt das Interessante. Also hier ist halt wirklich so der Fall, dass die... Du hast schon Arcan Intellekt drauf, okay. Aber wir dürfen halt nicht groupen, Leute. Mal gucken, ob es liest. Okay, er liest es leider nicht. Ich habe da hinten, glaube ich, einen Murloc gerade gesehen. Es waren ein Sandkriecher. No. Da, sie spawnen. Okay, jetzt kann es natürlich auch sein, dass ich jetzt richtig Probleme kriege, weil ich hier halt voll im Respawn-Gebiet gerade bin. Also wirklich mittendrin. Das heißt also, ich werde mir auf jeden Fall ein bisschen Mana immer offen halten. Weil, wie ihr ja wisst, sind Murlocs sehr gerissene Biester. Ah, dieses Tappen von den Flossen. Tap, 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 tap. Gott, ja, okay. Guckt euch das einfach mal an, wie die hier alle jetzt respawnen. Das ist halt so ein gefährliches Gebiet gerade. Ein richtiges Minenfeld, könnte man fast schon sagen. Nein, pull nicht noch was. Oh shit. Komm, töte ihn wenigstens auch. Also. Okay, und weg. Und weg. Und weg und weg und weg. Oh, lauf doch! Oh. Die Taste immer schön. Wie schnell sie einfach sind, obwohl sie gefroren sind, Leute. Das ist der Wahnsinn. Komm, du willst doch hier gar nicht. Verpiss dich. Wenn mir noch weiter hinterher läuft. Komm schon. Wie weit läuft mir denn dieser Murloc hinterher? Oh mein Gott. Guckt euch ihn an. Er ist mein Retter. Ah. Dieser Murloc ist mir von ganz unten gerade gefolgt. Wie kann das denn sein? Hätte ich den Trank nicht gehabt, wäre ich gestorben. Und ich habe sogar den Loot dafür gekriegt. Wie kann es sein, dass die so weit rennen? Guck ich das mal an. Das war hier unten, da habe ich hier gepullt. Ey, das muss ja. Das muss ja ein Bug sein, oder? Oh nein. Er wurde sicherlich auch von Murlocs gelyncht. Hier irgendwo muss auch noch der Leichnam, da vorne liegt der Leichnam, den ich schon hab. Oh mein Gott, und als Magier bist du halt aber auch echt super, super schnell kaputt, hey. Und vor allen Dingen die Murlocs haben halt richtig, also das ist halt so knapp einfach. So, weg mit dir, Kollege. Ja, okay, hier ist ein Murloc-Auge wenigstens. Eieiei. So viel Action jetzt schon wieder. Nicht mal ein zweites Murloc. Oh ja, Mann. Okay, wir werden auf jeden Fall nicht mehr so tief in den Strand hier reingehen. Das ist mir jetzt echt eine Lehre gewesen. Hätte der nette Paladin nicht mich gerettet, wäre es hundertprozentig in die Hose gegangen. Level 22er Mensch hier? Willst du mich verarschen? Ja, das ist definitiv ein Level, mit dem man unterwegs sein kann, ne? Hier in der Gegend. Wieder kein Murloc-Auge, ist das schade.
Holy shit, was haben die denn? Wie laufen die denn manchmal? Da habe ich ja echt Angst, dann Leute zu pullen, wenn die hier einmal komplett über den Strand rennen können. Okay, eine kleine Muschel. Wieder zurückgehen, Leute. Nicht zu weit nach vorne gehen, sonst geht es uns so wie Lagcap. Der Respawn ist halt echt der größte Feind hier. Yes, zweites Mörder-Gorge. Ich dachte gerade schon, der ist geagrot, Leute. Guckt euch mal an, wo die tatsächlich unterwegs sind, die Mörder-Gräuber. Bis hier oben hin können die gehen. Und er ist halt auch Level 12, das heißt also, er ist einer von den mächtigeren. Und er droppt mir leider kein Auge. Okay, wieder ein bisschen zurückziehen. Das ist super interessant. Also die Spannung ist halt, finde ich, extrem krass. Bei so starken Gegnern. Ich überlege mir gerade, was der schnellste Wind nach Storm, der schnellste Weg nach Stormwind ist. Ob es sich sinnvoller wäre, jetzt nach Ding zu gehen. Ja, das wird auf jeden Fall ein Doppelpull werden, würde ich mal behaupten, wenn ich den hier pull. Obwohl, wenn der jetzt gerade wegläuft, dann kann ich den hier auch pullen. Ja, die laufen aber gerade wieder aufeinander zu, gell? Die Murlocs sind wirklich böse, hey. Leider nicht das, was ich hier gebraucht hätte. Den hier nehme ich noch mit, so gierig bin ich. Aber ich habe hier, doch hier, vielleicht kann ich da hochlaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ah, ich habe meine Arkane geschossen, leider verkackt. Aber er hat eh widerstanden, von dem her ist es sowieso in Ordnung. Dieses Gift ist so schmerzhaft. Nein! Er hat sich gerade zurückgezogen. Nein, und jetzt ist er wieder geaggrot. Nein, weil er den Brandschaden bekommen hat. Aber ich laufe mal lieber. Oh mein Gott, wie schnell er einfach ist. Okay, alles gut. Er hat umgedreht. Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass ich hier hoch und runter laufen kann. Das hilft mir halt wirklich sehr. Die blauen Murlocs sind die schwierigen. Oh nein. Da ist gerade noch jemand gestorben. Oh, es ist ein Zwerg. Okay, der Krieger wird es schaffen, aber es ist knapp. Ich mal diesen Haufen an Leichnamen da schon wieder an, hey. Es ist echt krass, dass hier halt auch echt so viele Leute hinkommen, die halt deutlich höheres Level sind, weil sie einfach wissen, hey, vorher sollte ich mich nicht mit den Murlocs anlegen. Also das ist halt wirklich ein Gamble, den ich hier immer wieder gerne machen werde. Ach, komm schon, wieder nichts? Dammit. Der Krieger hat aber auf definitiv Bock. Thank you.
Mit dem Level 11 Murloc komme ich definitiv besser klar als den ganzen anderen dicken Dudes, die hier unterwegs sind. Infanteriestiefel. Wie kann es denn sein, dass Murlocs Infanteriestiefel bei sich tragen? Ich brauche nur noch ein Auge von euch. Und dann könnte ich die Quest abgeben. Murloc-Auge und die Schoten noch. Was wolltest du mir sagen? Du hast einen Buff bekommen, mehr will ich nicht hören von dir. Ich habe leider den Chat zu, von dem her kann ich sowieso nicht sehen, was sie gesagt hat. Okay, Leute, passt auf. Das war gut. Und jetzt rennen wir schnell. Weil das Schaf wird nämlich jetzt sich sagen, hey. Der Typ hat mich hier zum Schaf verwandelt, dem renne ich jetzt mal ganz fleißig hinterher. Aber da ist es halt, man muss halt seine Utility ausnutzen, ne? Okay. So gut es halt eben geht. Und dann können wir hier diese einzelnen Targets wieder ranholen. Oh mein Gott. Wo ist er denn gerade hergekommen? Einfach nur. Okay, ich habe halt super Schiss bei diesem Racer da hier. Oh Gott, erstmal in die falsche Richtung schauen. Der rennt hier halt über den kompletten... Gib mir doch einfach dieses Auge. Hier, ihn muss ich mal platt machen. Er ist der gefährliche Rennmurloc, glaube ich. Da steht halt einfach ein Mensch im Meer. Ah, gut, auf Level 27 kann er sich das wahrscheinlich auch leisten. Nein, immer noch nicht. Sehr schade. Komm schon. Ich brauche ein einziges Auge noch. Okay, mit dem anderen Spieler hier zu sein, ist auf jeden Fall nicht die schlechteste Sache. Und da rechts geht auch noch die Party ab. Er ist halt Level 17 einfach. Wieder nicht. Damit. Okay, solange ich hier vergiftet bin, gehe ich auf jeden Fall alle 3 Sekunden 6 Naturschaden zwischen 25 Jahren wirft. Oh. Das ist schon heftig. Also ich kann schon verstehen, warum hier viele Leute sterben, wenn man den Verlangsamungs-Debuff auf sich drauf hat und dann noch Ding zusätzlich. Das ist schon kritisch. Schön ein bisschen alles hinter mir im Auge behalten. Oh mein Gott, ich habe einfach eine Donnerbüchse gekriegt. Als Magier. Oh, und mein Inventar ist jetzt voll. Kompakte Schrotflinte. Ich glaube tatsächlich, die wäre nicht mal schlecht, aber ich kann sie halt echt nicht benutzen. Also selbst wenn ich... Wenn ich wollte, könnte ich sie nicht benutzen. Oh. Schwierige Situation. Aber es wird wahrscheinlich einfach ein bisschen was Gutes sein zum Verkaufen. Ich glaube, es sollte mir so ein Silber oder sowas geben. Und mit einem Silber kann man in Classic fast einen Skill lernen, ne?
Oh shit. Okay. Bye bye. Zwei Stück sind mir zu viele. Okay, die Küstensprinter sind auf jeden Fall gefährlich. Guck mal an, wie lange die mir jetzt einfach hier hinterherlaufen. Okay, jetzt haben sie umgedreht. Das stellt sich einfach da hinten hin und castet hier Arcane Explosion. Das ist halt auch schon dieser Levelunterschied, was es einfach ausmacht. Ja, komm schon. Das kann doch nicht sein, dass ich einfach das nicht kriege. Das ist ja echt verrückt. Mein Inventar ist voll. Das heißt, das kann es nicht mal ersetzen, gell? Oh Mann. Ich werde den einen Leinstoff jetzt hier wegschmeißen. Dann kann ich nämlich hier die Muscheln mal öffnen alle. Und die haben halt alle Muschelfleisch drin. Töte mir nicht alle Murlocs jetzt bitte. Ich brauche auch noch welche. Weiß nicht, ob ich da wieder einen Doppelpull mache. Und rennen. Und weiter rennen. Okay, die Frost Nova, die rettet mir halt echt hart den Arsch teilweise. Als ob ich immer noch in Fight bin. Er rennt mir immer noch hinterher. Also, die laufen ja echt ewig weit einfach mit. Das wäre halt das Einzige. Und diese Okra-Schoten, die ich bräuchte, um die Quest zu erledigen. Und er hat es nicht akzeptiert, dass er gestorben ist. Genauso wenig wie er. Level 20. Oh nice. Oh mein Gott, das ist der Segen der Weisheit, Leute. Guck mal, das ist jemand, der weiß, wie es geht. Man gibt einem Mage keinen Segen der Macht. Ja, Gott sei Dank. Okay. Das ist schon mal sehr gut. Weil jetzt kann ich nämlich... Ich überlege mir ernsthaft, ob ich einfach nach Sturmwind laufen sollte. Das Geld mit dem, vom Fliegen könnte ich mir theoretisch sparen. Würde ich das mal ein Level 9er. So müssen die Gegner eigentlich sein. Aber dafür müsste ich halt super hart grinden. Komm schon, noch meine Schote. Schade. Ist hier gerade. Ne, ist leider nicht ab. Ich dachte, vielleicht ist hier gerade das. Der Hafer ab. Oh, ich habe gar keinen Frostblitz angefangen. Ups. Keine Schote. Ich weiß eigentlich gar nicht, wem ich diese Quest dann nochmal geben muss, dann mit den Schoten und Co. Da ist sie doch. Oh mein Gott, perfekt. Wohl nicht ihr. Ah, hier drüben in dem anderen Ding. Okay. Das ist ein Defias, den hole ich mir. Schnell.
Oh nein, das sind 2D4. Ist es okay? 2D4 sind in Ordnung. Ich werde ganz kurz mal was trinken. Es sind aber halt zu viele von diesen komischen Lümmeln hier. Pass auf, wir machen einen Trick. Ah, okay. Ich töte erstmal ihn hier. Das ist mein Trick. Ich möchte ihm denn nicht klauen, weil er das halt echt genauso gespielt hat wie ich. Aber ich hole mir den Hafer, Kollege. Weil ich nett bin. Ich hätte dir den einfach nehmen können. Vielleicht hast du das ja auch gewollt, aber... Gut, ich hätte mal gesagt, wir gehen jetzt noch abgeben. Hier drüben bei dem anderen Hof. Und dann werde ich mich auf den fleißigen Marsch nach Sturmwind begeben, um dort dann die Quests abzugeben. Damit haben wir mehr als ein Level geschafft. Was schon mal, ja, nicht ganz ein Level, ein halbes Level haben wir definitiv geschafft. Das ist schon mal nicht schlecht. Ich hätte so gerne auch einen Pet. Ich glaube, ein Pet ist in so einer Situation einfach unglaublich gut. Handvoll Hafer. Ich bräuchte hier noch mehr Hafer. Und das sind die Erntegolems, die ich töten muss. Gell? Erntebehüter heißen sie. Wie stark seid ihr denn? Einfach um die Situation zu testen, würde ich gegen einen von euch ankommen. Mit einem Crit wahrscheinlich schon, ja. Aber ihr haut halt schon ganz schön zu. Mit 30er Kellen ist es natürlich halt auch nicht so geil. Also... Dann soll ich davon 20 Stück töten. Ja, natürlich. Okay. Gibt's hier Hafer? Ja. Aber wenigstens kann ich jetzt hier die Quest abgeben. Was kann ich für euch tun? Dann bringt mir die folgenden Zutaten. Ja, okay, das habe ich ja alles schon gemacht. Ja. Das Okra wird die Brühe schön eindichten. Eindicken wahrscheinlich. Und jetzt geben wir nur noch das sehnige Geierfleisch, ein paar Murloc-Augen und diese leckeren Geiferzahnschnauze dazu und fertig. Ich möchte, dass ihr für all eure Hilfe einen ersten Schwung Westfall-Eintopf bekommt, Scrolllene. Hier nehmt. Dankeschön. Und ich möchte bitte... Habe ich die Handschuhe ausgewählt? Ich hoffe, ich habe die Handschuhe ausgewählt. Yes, okay. Weil die sind nämlich deutlich, deutlich stärker als das, was ich habe. Kann ich euch helfen? Kannst du... Achso, die Lebern wolltest du auch noch haben. Okay, und hier werden gerade die Erntebehüter gerade ziemlich zerlegt von allen Leuten. Ja gut, da hätte ich mal gesagt, ich bewege mich jetzt mal in Richtung Sturmwind. Wie ich es eigentlich ja schon letztes Mal angesprochen habe, aber ich wollte noch unbedingt Level 12 werden. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich nach diesem fleißigen Marsch in Sturmwind wieder. Zumindest an den Eingangstoren von Sturmwind, hätte ich gesagt. Und zurück können wir ja dann immer noch fliegen. Da habe ich ja den Flugpunkt Gott sei Dank dieses Mal mitgenommen. Und damit haben wir kein Problem. Schön Umhang. Nice. Gut, also liebe Leute, dann zeigt doch gerne, wie es euch das Ganze hier gefällt. Ob es euch immer noch Spaß macht oder ob ihr sagt, oh mein Gott, uns sollte es doch langsam so gehen wie Cicero hier. aber der Magier überlebt interessanterweise erstaunlich lange. Ich spiele aber halt auch sehr, sehr vorsichtig. Deswegen... Ja, ich wünsche euch was, liebe Leute. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt was Schönes in die Kommentare, vergesst nicht zu abonnieren und haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.